Was geht, meine werten Damen und Herren, und willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge von Universal HD. Und heute werden wir was ganz Besonderes machen, und zwar werden wir heute nämlich zusammen einkaufen. Ja, ihr habt es richtig verstanden. Wir werden heute mit dieser wunderschönen Map, wo ich alle Schilder schon durchgelesen habe, weil die sowieso auf Englisch sind und euch jetzt im Nachhinein erklären werde, wie das hier alles funktioniert, werden wir heute einkaufen gehen. Wir haben hier überall Discs, die hier hinplatziert werden müssen. Das sind alles Discs von so Typen, die alle eine Bestellung für uns haben. Das heißt also, wir haben hier eine Shoppinglist plus nochmal 50 Emeralds, und mit diesen 50 Emeralds können wir einkaufen, und die Shoppinglist ist dafür da, um uns aufzuschreiben, was wir denn uns irgendwie merken müssen. Na, guck mal, wie schnell ich schreiben kann. Oh, Picasso. So, okay, ihr versteht auf jeden Fall, was ich damit meine. Super. Da haben wir uns unsere wichtigen Notizen schon mal aufgeschrieben, und ich erkläre euch einfach mal, wie das hier funktioniert. Auf jeden Fall wohnt hier zum Beispiel der gute alte Nick, ja? Der Nick ist jemand, der braucht auf jeden Fall eine Bestellung. Der hat hier irgendwie sein Zuhause, der hat hier seinen Kuchen und alles drum und dran, und wenn wir den anklicken, zeigt er uns, dass er etwas braucht. Und zwar braucht er nämlich zwei Gegenstände. Einmal ein normales Buch, und er braucht eine Mushroom Stew, ja? Das können wir uns auf jeden Fall schon mal aufschreiben. Das heißt also Mushroom, also eine Suppe mit Pilzen, ja, Mushroom Stew, und ein Buch für den guten alten Nick. So, Nick. Okay, dann hätten wir das auf jeden Fall schon mal notiert. Dann müssen wir hier weitergehen, weil es gibt hier tatsächlich mehrere Leute, die hier wohnen. Ist hier jemand? Ne, das ist nur eine Dusche. Okay, dann können wir hier auf jeden Fall nochmal runtergehen. Hier ist nochmal irgendwie ein Rob's Room, Inter Rob's Room Key. Okay, da weiß ich jetzt gerade nicht, wo der ist, aber wir können theoretischerweise beim Tom mal reingehen. So, was geht ab, Tom? Der Tom ist ein hartes Level, so wie es aussieht. Der braucht einen Redstone Repeater und einen Pumpkin Pie. So, das schreiben wir uns natürlich auf. Also, einen Pumpkin Pie. So, und einen Redstone, warte, Redstone Repeater. So, das ist dann für den guten alten irgendwas. Wie heißt denn der nochmal? Ich nenne ihn einfach mal Martin. So, alles klar. Dann gehen wir jetzt mal zur Jill. Und die gute alte Jill, die ist Medium und die möchte einen Kompass haben. Okay, schreiben wir uns auch mal auf, dass die Jill einen Kompass haben will. Das ist von der guten alten Jillomaniac. So, das ist ganz wichtig, damit wir uns das merken können, weil wir müssen nämlich für alle nämlich alles mitnehmen, weil es gibt hier nämlich eine Einkaufsmall. Hier ist nochmal eine weitere Dusche, so wie es aussieht. Und hier unten, wenn wir hier hingehen, ah, guck mal, dann haben wir hier nochmal den guten alten Sam. So, und der Sam, der will eine Diamond Hoe. Alles klar, ich verstehe, ich verstehe. So, der Sam, der will auf jeden Fall die Diamond Hoe. Alles klar, super. Ich habe das jetzt zwar falsch aufgeschrieben, aber das passt so. Okay, so wie es aussieht, sind das dann diejenigen, die wir heute irgendwie ein bisschen beglücken müssen mit irgendwelchen Sachen aus der Mall. Und das hier, meine werten Damen und Herren, ist die Mall. Und hier habe ich mich bisher noch nicht umgesehen, deswegen sind wir hier auf jeden Fall zusammen nochmal das erste Mal unterwegs. Die sind Leute, die spazieren, und es gibt hier, so wie es aussieht, überall Läden, ja. Hier zum Beispiel ein P, und dieses P steht wahrscheinlich für Gewächshaus. Das weiß doch jeder. Okay, nein, war ein Spaß. So, wir können uns natürlich hier jetzt überall ein bisschen umsehen und schauen, ob wir die Sachen aus den Shops benötigen. Sprich also, hier sind wahrscheinlich überall so Händler, und man kann mit diesen Händlern sprechen und gucken, was die so verkaufen. Und wir müssen halt eben überlegen, ob diese Sachen für uns benötigt sind und ob wir das wirklich brauchen. Es gibt hier sogar zum Beispiel einen Hundeladen. Ist das nicht cool? So, dann haben wir hier natürlich jetzt zum Beispiel einen Laden, der jetzt irgendwie so Tiersachen verkauft. Aber ich glaube, Tiersachen brauchen wir gerade auch nicht. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall eine Suppe oder sowas in der Art, ne? Eine Pilzsuppe war das doch. Was verkauft dieser Typ hier? Das sind alles nur Tränke, die brauchen wir auch nicht. Aber so wie es aussieht, was ist das jetzt hier alles? Das ist exotic. Oh, das sind exotische Dings, Essenssachen. Ah, guck mal, da ist sogar schon die Brühe, die wir irgendwie holen müssen, ne? Die Mushroom Stew, die haben wir sogar gebraucht. Hier gibt es Seafood, also hier sowas wie, ne, Fisch und sowas in der Art. Dann gibt es hier Früchte. Ich glaube, Früchte brauchen wir auch keine. Dann so Fleisch und sowas brauchen wir auch nicht. Und das sind wahrscheinlich goldene Äpfel. Okay. Dann haben wir hier Sewer Entrance. Keine Ahnung, was das ist. Aber wir können mal gerne da reingucken. Hallo? Ist hier etwas? Hallo? Oh. Ich gehe, glaube ich, wieder hoch. Ich glaube, wir brauchen das nicht. ich weiß jetzt nicht, was das jetzt gerade eben war. Aber das sah auf jeden Fall nicht sehr richtig aus. Okay. Dann haben wir hier auf jeden Fall ein B als Buchstaben. Der B steht für Brot. Achso, lol, guck mal, da ist sogar der Dings Pumpkin Pie. Den brauchen wir auf jeden Fall auch. Den müssen wir mitnehmen. Was verkauft der noch so? Kuchen brauchen wir nicht. Okay, das heißt also, wir haben jetzt die Mushroom Stew, den Pumpkin Pie. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Dann können wir hier nochmal weiter gucken. Aha, guck mal, hier gibt es sogar Bücher zu kaufen. Ein Buch müssen wir natürlich auch kaufen. Super. Das Buch ist auf jeden Fall auch nochmal drin. Das heißt also, um auf unsere Shoppinglist zu gucken. Suppe mit Pilzen haben wir. Pumpkin Pie
haben wir. Oh, Redstone Repeater brauchen wir noch. Dann einen Kompass für die gute alte Jill und für Sam eine Diamond Hoe. Das heißt also, wir müssen auf jeden Fall noch nach einem Kompass und sowas Ausschau halten, ne? Und so wie es aussieht, oh, was ist das denn hier? Ist das hier irgendwie so ein Kleidungsladen? Crazy Maisie. Was für eine schicke Bude. Okay. Und es gibt anscheinend auch noch einen zweiten Dingsstock, ne? So wie es aussieht. Guck mal, hier gibt es tatsächlich irgendwelche Paintings, die man sich kaufen kann. Das ist wahrscheinlich so ein Kunstladen. Hier ist ein Elevator. Oh, cool. Man kann hier tatsächlich sogar Dings fahren, Fahrstuhl fahren. Dann haben wir hier nochmal den Buchstaben F. Das ist wahrscheinlich so, das ist Möbel und sowas. Okay. Möbel brauchen wir, glaube ich, auch nicht so. Wir brauchen eher einen Kompass, ja? Und wir haben ja ehrlich gesagt auch nicht genug Geld dabei, um irgendwelche Möbel jetzt hier zu kaufen. Aber es ist schon cool, die ganze Zeit von Shop zu Shop zu laufen und immer mal zu gucken, das ist auch der Möbelladen. Und das hier ist wahrscheinlich auch so eine Art Bank oder sowas in der Art, ne? Hier, Tickets sind das. Okay, da kann man jetzt... Ach so, das ist ein Kino hier drin. Oh, crazy. Okay, dann haben wir hier nochmal was. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Sachen, die man sich hier angucken kann. Okay, das sind Köpfe. Alright, die brauchen wir auch nicht. Dann haben wir hier nochmal Sale. Okay, dann ist hier ein riesengroßes M. Vielleicht werden hier die Kompasse verkauft, die ich suche. Hallo, verkaufen Sie Kompasse? Nein, der verkauft nur Rails. Das heißt, wenn man sich also eine Achterbahn bauen möchte, dann kann man sich tatsächlich dort bedienen. Okay, dann haben wir hier Mall Security. Okay, was geht ab, Jungs? Alles cool bei euch? Es ist unsere Arbeit, die bösen Sachen zu verhindern. Okay, hier gibt es wahrscheinlich Zellen und so. Coole Sache. Kann man sich hier vielleicht irgendwie was trinken oder sowas oder sich selber einsperren? Das sieht ja eigentlich ganz cool aus. Sieht für mich aber... ein Wooden Sword. Okay, alles klar. Das sieht irgendwie für mich so aus, als ob man hier tatsächlich irgendwas holen kann oder sowas in der Art. Oh, und ein Rob's Room Key. Oh, hey, das kann ich auf jeden Fall benutzen, ne? Weil, ich kann mich nämlich noch ganz gut daran erinnern, dass der Rob, der hatte nämlich eine geschlossene Tür und das ist eigentlich ganz gut für uns. Aber wir müssen trotzdem noch irgendwie diesen Kompass finden. Ich weiß halt nicht, wer diesen Kompass irgendwie hat da, ne? Aber die Leute hier, die verkaufen irgendwelche Sachen hier und die verkaufen auch irgendwelche Sachen, die wir alle nicht brauchen. Hey, aber mit diesem Rob's Room Key können wir sogar was anstellen, ne? Das Problem ist, ich bin jetzt schon so viel gerannt, dass ich jetzt kein Essen mehr habe. Deswegen machen wir einfach mal Difficulty 0 und dann hat der Roman wieder Essen. Juhu, super. So wie es aussieht, müssen wir kurz einen Fahrstuhl oder sowas nehmen. Oder wir schauen nochmal kurz hier rein. Was ist denn das hier für ein Laden? Das sieht auch sehr interessant aus. Das sind wahrscheinlich auch Suppen oder sowas in der Art. Das ist sowas zum Essen und so. Okay, aber ich glaube, hier finde ich auch keinen Kompass. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich noch weitergehen. Hier ist ein P. Okay, das ist wahrscheinlich so ein Enderman-Laden. Hey, das ist voll was für mich, Mann. So, aber hier gibt es tatsächlich leider auch keinen Kompass. Schade, schade, Schokolade. Okay, das heißt also hier, da ist auch so ein Allgemeinmarkt. Okay, hier sind irgendwelche Samen. Ich glaube, hier gibt es auch keinen Kompass zu kaufen, ne? Schade, aber wir können auf jeden Fall hier runtergehen und jetzt mal kurz was ausprobieren, ne? Wir können nämlich, guck mal, da ist sogar geschlossen, ne? Und hier sind die Toiletten, so wie es aussieht. Was wir auf jeden Fall jetzt mal machen können, wir können einfach mal wieder nach Hause gehen und dort einfach mal versuchen, mit diesem Rob's Room Key, den wir gefunden haben, mal diese Tür von Rob mal zu öffnen, weil so wie es aussieht, ist der nämlich auch jemand, der uns wahrscheinlich helfen kann, beziehungsweise das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Key-Feature in dieser Map, dass man irgendwie herausfinden muss, was der Rob da in seinem Zimmer hat, weil die ist, glaube ich, nicht umsonst einfach geschlossen. Guck mal da, Rob's Room Key, warte. Das heißt also, wir nehmen das Ding und schmeißen es da mal rein. Alright, da ist jetzt der Redstone nach oben gegangen und hier ist der Rob. Was geht ab, Rob? Der Rob ist auch sehr hart, der möchte einen Dragon Head möchte der haben, okay? Das heißt also ein Dragon Head für den Rob, alles klar, coole Sache. Und dann haben wir hier, einen Sewer Key. Ey, das ergibt sogar Sinn, hör mal zu. Ich habe sogar eine Idee, was man damit machen kann. Pass auf, wir haben hier mal diese komische Kanalisation da vorhin gefunden. Und, ne, wo ich gesagt habe, dass ich da irgendwie nicht unbedingt hin möchte. Jetzt ergibt das aber alles für mich ein bisschen Sinn, ne? So wie es aussieht, müssen wir wahrscheinlich mit diesem Sewer Key, den wir hier haben, ne, müssen wir wahrscheinlich in die Kanalisation reingehen und dort dann wahrscheinlich irgendwas damit machen. Kann das sein? Weil das leitet mich ja mega dahin, weil guck mal, hier ist der Sewer Entrance und wir haben den Sewer Key. Okay, dann lass mal gucken. Vielleicht müssen wir das auch einfach irgendwie, also entweder wir müssen den Key halt irgendwo reinstecken in eine Tür oder halt diesen komischen, gruseligen Typen da hinten geben, aber wir können mal gucken. No way, I'm going to... Okay, alles klar. Das heißt, der Typ möchte da wahrscheinlich nicht lang gehen. Und hier ist Danger, Mobs Inside, Bring Weapons and Armor. Okay, das heißt, hier drinnen sind wahrscheinlich Dings, Monster und sowas in der Art. Okay, alles klar, cool, cool. Das heißt also, wir machen mal hier kurz den Key rein. Und hier haben wir wahrscheinlich jetzt eine Kanalisation. Oh, crazy Maisie. Okay, und hier können wir wahrscheinlich jetzt durchjumpen. Ich bin zwar wahrscheinlich gerade auf Peaceful, deswegen kommen mal keine Mobs. Oh, und ich habe gerade eben einen Bank-Key bekommen. Oh, coole Sache. Das heißt, mit einem Bank-Key können
können wir wahrscheinlich auch irgendwas anstellen. Coole Sache. Und hier können wir jetzt Turn on Generator machen. Alles klar. Generator on. Okay, und was bringt uns das jetzt? Also wir haben jetzt irgendwas angemacht und wir haben den Schlüssel von der Bank gefunden. Coole Sache. Und es gibt wahrscheinlich nur diesen einen Weg zurück, wie wir auch hergekommen sind. Und damit können wir jetzt wahrscheinlich irgendwas in der Bank machen. Vielleicht finden wir in der Bank dann den Kompass, den wir brauchen. Vielleicht sind ja diese Einkaufssachen, die hier alle zusammen irgendwie gebracht werden. Vielleicht haben wir ja irgendwie alles unter einer Decke. Was geht ab, Junge? Ich habe übrigens den Bank-Key. Woo! Okay, das heißt also, mit diesem Key müssen wir jetzt irgendwie versuchen, irgendwo hinzulaufen und diesen Key irgendwo reinzustecken und den dann irgendwie zu verwenden. Das heißt, meine werten Damen und Herren, wir müssen wahrscheinlich in die Bank reingehen. So, wo ist denn die Bank? Die Bank hat wahrscheinlich auch etwas zu verstecken. Nee, das war der. Ach, guck mal, da hinten ist die Bank. Super. Das heißt also in grün geschrieben B-A-N-K. Ja, und da gehen wir mal rein und schauen mal, was wir mit diesem Schlüssel anstellen können. So, hallo, ich habe einen Schlüssel dabei für die Bank. Ich möchte die Bank ausrauben. Deposit. Okay, mal gucken, was man hier so machen kann. Okay, alles klar. Der bietet das an und die wollen auch Paper für Dings da. Aber gibt es hier irgendwo einen Weg, einen Schlüssel zu benutzen? Vielleicht hier hinten. Insert Bank Key to Enter. Alles klar. Lass mal versuchen, da irgendwie reinzugehen. Vielleicht rauben wir jetzt einfach die Bank aus. Er arbeitet hier ruhig weiter. Ich bediene mich einfach an der Bank, okay? Ciao, Jungs. Alles klar, so wie es aussieht, können wir uns hier wahrscheinlich ein bisschen Kohle holen. Das ist ja lustig. Bank Vault. Ja, Tatsache, Alter. Das ist wahrscheinlich halt echtes Lager hier. Oh, Mama Mia, die Pizzeria. Okay, alles klar. Hier sind wahrscheinlich ein paar Emeraldos drin. Es gibt übrigens einen Trick, wie man schnell Sachen nehmen kann. Man muss auf einen Dings hier einfach Linksklick machen. Dann kriegst du ganz viele Emeralds. Ich weiß halt nicht, wofür wir die brauchen und ob wir überhaupt so viele brauchen. Aber wir können das gerne mal machen. So, okay, das heißt, wir haben jetzt noch hier ein paar Emeralds, dann ist da noch ein Emerald-Knopf, den drücken wir gleich. Gibt es hier irgendwas, was wir noch irgendwie beachten müssen? Ne, es sind alles nur Emeralds. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele brauche, wisst ihr, wie ich meine? Intruder Alert! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein! So wie es aussieht, haben die mich irgendwie gefangen oder sowas. Ich muss hier, glaube ich, ganz schön schnell raus. Es tut mir leid, ich habe gar nichts gemacht. Die haben mich wahrscheinlich irgendwie erwischt. Okay, ich habe jetzt gerade eben die Bank ausgeraubt in der Mall. Das ist natürlich eine sehr witzige Geschichte. Mache ich natürlich jeden Samstagnachmittag und das war gerade eben ganz schön crazy. So, ich verstehe jetzt halt eben gerade nicht, wie ich jetzt irgendwie, wie wir halt in diesen Redstone-Laden reinkommen und was es uns jetzt bringt, dass wir so viel Geld haben. Aber ich glaube auf jeden Fall, das mit dem Geld muss ja irgendwie Sinn haben. Guck mal, der Redstone-Laden hat geöffnet. Crazy, was geht ab, Bro? Das heißt, wir können hier wahrscheinlich unsere Sachen einkaufen. Ah, hey, warte mal, haben wir durch den Generator, den wir vielleicht angemacht haben, hier so einen Redstone-Repeater? Ah, warte mal, das würde vielleicht sogar Sinn ergeben. Verkauft der auch? Nee, der verkauft keinen Kompass, ne? Okay, den Kompass haben wir immer noch nicht gefunden. Ich kaufe jetzt mal noch einen Redstone-Kompass. Und Pisten und sowas. Na, wir haben ja eigentlich genug Geld jetzt für alles. Das heißt, die Sachen haben wir jetzt auch abgehakt. Wir haben halt bis heute immer noch keinen Kompass gefunden. Das ist eine sehr interessante Sache. Ich glaube, im Buchladen gab es ja auch keinen Kompass. Boah, ich weiß gar nicht, wo es Kompass geben kann. More Security, Diner, Minecraft, Jewelry, Costume Theater, Furniture Farming, Painting Clothing, Bank Redstone. Das ist in der, Directory. Okay, das ist Floor 1. Okay, aber wo gibt es theoretischerweise diesen Kompass? Plants, Pet, Drinks, Warhouse und Zero Access. Okay, das ist natürlich echt komisch, muss ich sagen, aber wir können theoretischerweise nochmal kurz in den zweiten Stock gehen, weil da habe ich nämlich gerade eben was gelesen, was uns theoretischerweise weiterbringen kann, und zwar diese Kopfgeschichte, weil der eine Typ da, den wir getroffen haben, und zwar der Rob, der wollte ein Dragonhead haben, ne, und dem haben wir jetzt tatsächlich hier hinten ein Dragonhead gefunden für 64 von diesen Emeralds. Das hat also ganz gut funktioniert und damit haben wir auf jeden Fall schon mal sehr viele Sachen geschafft. Ich weiß halt nicht, woher ich diese komische Diamond Toe daherbringen muss. Plus nochmal diese ganzen anderen Sachen. Aber so wie es aussieht, finde ich die auch nicht mehr so auf die Schnelle. Ich würde einfach mal sagen, ich bringe jetzt einfach mal den Leuten ihre Sachen so ein bisschen her und wir haben diese Map so ein bisschen gespielt. Also für den ersten Eindruck hat es mir auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, diese Map zu spielen. Aber ich glaube, ich möchte jetzt nicht mehr die Diamond Toe und sowas suchen, weil mir das, glaube ich, ein bisschen zu kompliziert ist. Deswegen gehe ich mit meinen 300 Millionen Diamonds einfach hier rein. La 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 und bringe den Leuten einfach ihre Sachen. So, das heißt also, die Jill. Was wollte die Jill nochmal haben? Die wollte den Kompass. Den habe ich irgendwie nicht gefunden. So, dann der Tom, der wollte ja was haben, und zwar den Redstone und den Pumpkin Pie. Darauf kann ich wirklich stolz sein. Das habe ich gut hinbekommen. Dann der gute alte Rob, das haben wir auch hinbekommen mit dem kleinen Rätsel hier. Das heißt also, dem Jungen gebe ich seinen Dragonhead und kriegt da auch seine Disc, ne? Und dann gehen wir nochmal nach ganz oben. Da ist nämlich unser erster Kollege gewesen, dem wir irgendwie seinen Auftrag entgegengenommen haben, und der kriegt von uns einen atemberaubenden und sagenumschreibenden Buch und eine Mushroom Soup. Super. Das sind auf jeden Fall schon mal drei
drei Discs und die haben wir auf jeden Fall schon mal gefunden. Ne? Ich weiß aber nicht, wie ich die anderen Sachen finden kann, aber es ist mir wahrscheinlich auch ein bisschen zu kompliziert. Aber ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr einen ersten Eindruck von dieser Map bekommen habt. Ich fand die eigentlich ganz lustig. Mir haben jetzt zwar zwei Stück noch gefehlt, aber ich glaube, das sind ganz schön schwere Rätsel. Und dann würde das Video wieder nur eine Stunde gehen oder sowas in der Art. Okay, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben, damit sieht sich auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute. Ciao!